Ich war jetzt schon überall in Blankenburg, in Dresden, nochmal die Menschen informiere ich immer mehr über meine Geschichte. Ich laufe mit meinem Schild durch die Straße, ich spreche mit dem Megafon. Es geht raus, es geht in die Welt, was die Buch hier antun, was hier für ein Verbrechen an mir begangen wird. Wir schaffen das, ich werde Ärzte kriegen, die mir das rausnehmen und ich werde diese Leute anklagen vom Geheimdienst. Es sind Verbrecher, es ist ein Kapitalverbrechen, was mir angetan wurde. Das ist Faschismus pur. Das ist Faschismus, was ich erlebe, ist Faschismus. Aber ich schaffe das. Alle Menschen geben mir so viel Kraft da draußen auf den Demos und sagen, du schaffst das, halte bitte durch. Du bist ein feiner Mensch. Wir klagen die zusammen an. Wir klagen die an und du findest doch Ärzte, die dir das rausnehmen. Dieses Kapitalverbrechen geht in die Welt und wird öffentlich gemacht. Wir schaffen das gemeinsam mit vielen Menschen. Und ich werde auch diese Leute finden, Ärzte, die nicht bestochen werden von diesem Verein, vom BND und MAD, die mir das Zeug rausnehmen aus meinem Körper. Die Chips und Implantate, die künstliche Intelligenz, die mir gewaltsam implantiert wurde von Bastarden dieses Geheimdienstes. Wir haben mein Leben zerstört, 2,5 Jahre versuchen, meine Familie, meine Freunde, meine Bekannten, alles in die Öffentlichkeit zu bringen. Aber dieses Jahr sind wir ganz weit nach vorne gekommen, dass viele, viele Tausende Menschen, 100.000 wahrscheinlich schon im Land informiert werden und davon Bescheid bekommen haben, was mir hier für ein Verbrechen angetan wird. Mir selbst, ich habe acht Leute aufgetrieben in einem Jahr, denen dasselbe passiert ist, die geschimpft wurden mit künstlicher Intelligenz. Von acht Menschen wurde mir das zugetragen. Acht Menschen. Und ich habe noch eine Bekannte, die hat ein Portal in Mannheim. Da haben sich 3000 Menschen per Internet gemeldet, die geschippt wurden. In Deutschland. Nur in Deutschland. Die sagt, weltweit läuft das. Das mit der Schippung der künstlichen Intelligenz, was Schwab und Gates hier veranlassen, das ist hier weltweit in Gange hier. Und es wird, also wenn das hier die Kinder kriegen, was ich hier habe, es ist brutal. Meine Geschichte ist fürs Militär entwickelt worden. Also man, ich werde jede Sekunde des Tages hier foltert. Nachts, also man hat keine Ruhe, seit 2,5 Jahren werde ich hier maßlos, endlos gefoltert über diesen Dreck. Es ist ein Teufelszeug, was man mir hier eingesetzt hat. Nur weil ich einen Roman geschrieben habe über ein künstliches Virus 2018 in Berlin, ein künstliches Virus erschaffen in einem Berliner Konzernlabor. Das hat diese Leute auf den Plan gerufen, die mich hier dann erst verfolgt haben und wir diesen furchtbaren Dreck hier eingebaut haben. 2 Mordversuche haben die vorher begangen auf mich. Das ist nicht gelungen. Und dann haben die entschieden, im November 2019 mich zu schippen mit künstlicher Intelligenz. Ich habe ca. 4 Chips und 2 Implantate in den Augen. Und im Magen habe ich auch noch auf so einen Sender oder was das ist, ich weiß es nicht. Es ist ein Kapitalverbrechen, was an mir begangen wird. Und ich hoffe, dass ich heute nochmal sprechen kann, dass Herr Rüdiger mir nochmal die Gelegenheit gibt, dass ich das nochmal vor vielen Menschen ja vortragen kann, dass sie zuhören, ihre Handys anstellen und das mitschneiden. Okay, gut, danke schön. Danke schön, dass du mich wieder aufgenommen hast. Danke.